Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Seelenschmied spielt Icewind Dale. Wir machen uns auch direkt auf den Weg zum Tempel des vergessenen Gottes. Auch nur 40 Reisestunden. Das waren 8. Schon 8. Und das ist nicht mehr erreichbar. Ja, 40 Reisestunden ist ja quasi nebenan. Aha, was haben wir da? Diese riesige Steinstatuen tragen alle das Antlitz der gleichen ernsten in einem Umhang gehüllten Figur. Das ist das gleiche wie hier beim ja, wie hier im Dings, ne? Im Tal. Aha, okay. Wer weg? Aus dem Weg! Hey, wartet einen Moment, ich habe ein paar Fragen an euch. Ungehörig, Zeit, dass euch jemand Manieren beibringt und ein Schreibfehler. Groß-Kleinschreiber! Wie ihr meint, Lulatsch, geht nur, lebt wohl. Ja, wir wollen Fragen haben, also beantwortet haben. Rotsee hat keine Zeit mit Knirpsen zu reden, muss weglaufen. Was ist das denn für ein Name, Rotsee? Na, erst die wichtigen Dinge klären. Wovor lauft ihr weg? Ihr wollt, lebt wohl. Wovor lauft ihr weg? Rotsee rennt weg von heiliger Ort. Er rennt, damit er nicht sterben wie andere. Heiliger Ort, meint ihr den Tempel da drüben? Na, was sonst? Welche anderen? Wovon redet ihr? Andere in heiliger Ort. Rotsee nicht zurückgehen. Nicht mehr sicher für Werbig. Oder Werbig? Ja, ich glaube, das amerikanisch ist, müsste es Werbig heißen. Ja, heiliger Ort, Tempel da drüben, ja. Es ist nirgends sicher für ein Werbig, wenn wir in der Nähe sind. Zeit für euch zu sterben, Bies Bestie. Also dann macht, dass ihr fortkommt. Aber ich will euch nirgendwo in der Nähe von Kuldaha sehen, damit das klar ist. Ach komm, wir haben hier schon den Oger damals Blatt gehauen. Aber der rennt ja weg. Und wenn er nicht in Kuldaha oder irgendwo auftaucht, soll es mir recht sein. Wie ist sonst? Nichts, wie es scheint. Was ist das? Ach, ja, okay. Ach, das ist auch hier so eine Kapuzengestalt. Na, wir müssen ja nicht grundlegend jeden erschlagen, den wir treffen. Ich weiß, man schreit es doch! Aber nein, müssen wir nicht. Da sind wir in einem Tempel. Sortieren wir uns mal neu. Das ist nicht direkt eine Falle. Aha. Tempelschänder! Wieder entweiht ihr diesen Tempel mit eurer verbrecherischen Gegenwart. Das muss ein Missverständnis sein. Wir haben vorher noch nie einen Fuß in diesen Tempel gesetzt. Beruhigt euch, mein Freund. Wir führen nichts Böses im Schilde. Wir kommen aus der belagerten Stadt Kuldaha mit einem Auftrag von großer Wichtigkeit. Macht Platz, Priester. Wir sind gekommen, um das Herzsteinjuwel zu holen. Irgendwas sagt mir, dass das genau das passiert ist schon. Deswegen der Tempel geschändet ist. Nein, wir nehmen mal die 2. Ruhe! Glaubt ihr etwa, die Kinder des vergessenen Gottes sind so dumm, sich von dererlei Lügen zweimal an einem Tag täuschen zu lassen? Jetzt werdet ihr für euer unbefugtes Eindringen bezahlen. Wache, wache! Die Eindringlinge sind zurück. Ja, genau das, was ich mir gedacht habe. Je größer sie sind... Ist das alles, was du kannst? Ja, das... Heilen bringt ihm wohl nichts mehr. Diese Statue stellt eine in Rom gehüllte Figur dar, die mit überkreuzten Beinen da sitzt, als würde sie meditieren. Sie hat dieselben Gesichtszüge wie die anderen Statuen draußen. Also keine. Oh. Ich dachte, für Werbeck ist es nicht sicher. Was macht der dann hier? Oh, Feuerschaden. Schön. Aua. Hallo? Lässt sich hier abschlachten? Ich glaub's ja nicht. Einmal mit Profis. Da gehen sie dahin, meine Heilzauber. Was haben die? Helle Bade und Dankschild. Na, nehmen wir mal mit. Muss mal was Besseres finden vielleicht.
meine, es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass hier irgendwie Fallen sind, weil die Leute leben ja hier. Ha. Ich glaube, das war zu schnell für den Kunden. Sind ja jetzt nicht so helle. Ich glaube, der hat das nicht gerafft. So. Ich kriege das, Jungspecker. Eieieiei, wie hauen die denn zu, ey? Okay, ohne Zauber wird's hier wohl nix. Sollten wir doch mal eben fix für sorgen, dass die entsprechend bezaubert sind. Klar, die kommt dahin und kriegt direkt wieder auf die Schnauze. Du musst darauf bestehen, Heilung zu erhalten. Ja. Meine Güte. Habe ich keine große Heilung mehr? Oh. Gebet war. Ach, das war das. Gesang. Das war das. Stärkung. Naja, gut. Oh nö. Das war's tot, mach mal hier. Ist das Ist das alles, was du kannst? Also so langsam wird's ein bisschen heftig. Stirb now. Gut. Mehr Abfahrt zum Plündern. Eieieiei. Was war das denn? Das gab es aber böse aus Gesicht. Ja. Was? Der ist überladen? Wow. Okay. Fast tot. Das war aber mal ein Dingo jetzt. Ja. Huh. Ah, halt, ich wollte speichern. Ich will speichern. Speichern. Und wir rasten. Na! Steht da nicht so. Alles ist so kalt. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur rasten. Meine Güte. Oh, danke. Gleich nochmal speichern. Ah, ja, ja. Oh.
geeigneter Steinform. Letztes Glauben. Magierzauber? Ja. Kann ich schon. Okay. Stab des Schlafes. Stab des Arsenals. Ich glaube, Stab des Schlafes ist ganz gut. Das sollten wir mal benutzen. Ja. Mein Gott, war das jetzt intelligent. Nix. Nicht wundern, hinter mir wird gekocht. Schachfigur. Schach ist eines der vier universellen Spiele. Dame, Würfeln und Taliskarten sind die anderen drei. Viele glauben, dass Schach das anspruchsvollste und fesselndste dieser vier Spiele ist. Schachfiguren und Bretter werden oft aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt. Marmor, Holz und Elfenbein sind die für Schachfiguren am häufigsten verwendeten Materialien. Ah ja, gut, müssen wir beim nächsten Rasten mal Identifikationszauber mit vorbereiten. Zumindest mal so ein oder so. Uiuiuiui. Was ist denn hier los? Okay, kein Gefallen. Ein Heiltrank und ein was auch immer Trank. Infravision, das hatte glaub sie, ne? Ja. Wer hat denn jetzt seinen Heil... Sie hat Heiltränke verbraucht. Was hat er denn eigentlich? Ein Gegengift? Trank der Stärke? Regenerationstrank war... Ah, stimmt, genau das. Okay. Das ärgert mich so, dass der Quicksave so kaputt ist. Das ist immer wieder das Spiel zum Absturz bringt, deswegen müsst ihr es halt leider ertragen, dass ich hier... Okay, Moment. Dann machen wir das doch mal anders. Zack. Zack. Du legst mal den Schild ab und nimmst dafür die Armbrust. Und schießt auch auf den. Sie dich schlagen, gefester Kerl! Ja, dann warten wir doch einfach mal. Mhm. Ja, sehr schön. Ach, Moment. Was ist der denn hier? Steht da wieder nichts dabei. So.
auch keine Angriffszauber. Oh, warte mal, aber sie hat was anderes. Kann man hier drauflegen? Kannst du angreifen? Kannst du angreifen? Jetzt mal den Schlaf des Schlafs hier. Ich schlag dich in Stecke. Also die Werbex sind echt... Werbex sind echt nicht von schlechten Eltern. Das machen wir jetzt mal anders. Das machen wir diesmal anders. Komm du her. Komm da. Nein. Naja, toll. Du auch. Klar. Die Schweine, die nehmen mir die ganzen Boni und alles. Aha. Was ist das? Verflucht. Na, da kann ich doch was gegen. Achso, Moment, stimmt. Stimmt, die haben keine Fernwaffe. Brauchen noch eine Schleuder oder so. Brauchen trinkt man noch eine Schleuder. Zack. Zack. Ich bin zwar jetzt schon ein anderes Gefühl. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Ja doch. Du darfst auch hier drauf. Das hat meine Darmbrust. Ist das ein Hin und Her hier? Ah ja. Schieß auch. Thank you.
Ich weiß nicht, warum das gerade so extrem ruckelt. Also an meinem PC liegt es nicht, der ist definitiv stark genug. Ich habe keine Ahnung, was das gerade soll. Ich vermute einfach mal durch die... Dadurch, dass das Spiel zu alt ist. Und die Treiber halt nicht so optimiert sind für W7 und Co. Aber ich bin da auch kein Fachmann. Auf See mit Gebrüll! Jetzt ist den Ball mal tot. Also, danke. So. Und gleich weiter auf den nächsten. Genau, das. Zack. Gut. Sieht ihn nicht, oder was? Zu zaubern, ob das klappt. Die Türme zum Tod sollen für dich weit offen stehen. Diese verstrickten Zauber sind echt nervig. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Die Rettungswürfe. Jede Runde einmal. Ach, endlich. Uiuiui, was auch immer das jetzt war. Ach, die haben nur Gold dabei. Interessant. Okay. Hallo? Ach da. Das war jetzt komisch. Es ist ein wahres Speicherfest. So, das erste Armbrust weg. Dann wieder das, 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 das. Oh, ja, gut. So viel zur Sandentour. Komm, mach den Platz. Das ist nur einer. Ach. War schlimm genug. Holen wir den Magier erstmal hier wieder rein. Nicht, dass der gleich von hinten angesprungen wird. Oh, meine Pfeile gehen. Der Neige zu, das ist auch nicht gut. Der hat seine Nette auch voll. Ach, ist das? Sie. Man soll sie Bücher tragen.
er eh sonst zu wenig nutze. Ist laut gesagt. Oh, Schädelfalle. Hä? Mhm. Und sonst gibt's hier nichts. Puh. Was haben wir denn da? Halt. Das noch. Was haben wir denn überhaupt für Bücher? Die Geschichte der Drow. Die Geschichte des Nordens. Geschichte des Nordens. Geschichte der Drow. Geschichte des Nordens. Geschichte des Nordens 1. Mhm. Das war Drow, ne? So, kurz durchsortieren. Aha. Ah ja, okay, gut, das ist der erste Band. Die Geschichte der Drow, der Abstieg. Wir wissen nur wenig von Illy, Ciri oder den Elfen des Südens aus der Zeit vor diesem einschneidenden Ereignis. Schon damals jedoch waren sie wegen ihrer Hauptfarbe als Dunkelelfen bekannt. Sie bewohnten die Dschungel und die heißen Wälder des Südens. Ist auch interessant, so im Prinzip ein bisschen afrikanische Elfen früher gewesen. Die Illy Ciri waren ein stolzes, kriegerisches und hochkultiviertes Volk. Einige Gelehrte aus anderen Elfenvölkern sagen, sie waren dekadent und schreckten bei ihren Angriffen vor keinen Nachbarn zurück, nicht einmal vor anderen Elfenstämmen. Aufgrund ihrer grausamen Überfälle und Raubzüge, die von kriegslüsternden Edelmännern und Priestern ihrer beiden grausamen Gottheiten Gaunar Dauch und Lolf angeordnet wurden, sahen sich Elfen, Menschen, Zwerge und andere gezwungen, sich gegen sie zu verbünden. Nach einer Reihe von Niederlagen in titanischen Magiegefechten flohen die Dunkelelfen in bereits früher von ihnen entdeckte unterirdische Labyrinthe. Diese als der Abstieg bezeichnete Ereignis kennzeichnete das Ende der Drow als überirdisch lebende Rasse. Ja, da gibt's bis auf den letzten Teil gibt's da große Parallelen zu den alten afrikanischen Königreichen, die sich dann immer wieder gegenseitig vernichtet haben. Und dann wieder vom Erdboden verschwunden sind. Allerdings nicht so wortwörtlich wie die Drow. Die Geschichte der Drow, die finsteren Kriege. Der kriegische Charakter der Drow änderte sich auch durch ihr Verschwinden von der Erdoberfläche nicht. Sie begannen sofort eine Reihe von Kriegen mit dem Ziel, sich Gebiete im Unterreich anzueignen. Zunächst stahlen und eroberten sie magische Gegenstände der Zwerge und setzten diese gegen Zwerge ein, wodurch eine Feindschaft entstand, die noch heute sehr stark ist. Dann trugen die Drow Kämpfe untereinander aus, wobei sich Edelleute mit Edelleuten und Priester mit Priesterinnen um die Herrschaft über das neue Reich stritten. Dieser ausgedehnte Krieg endete unter großen magischen Explosionen, die die Decke der größten eroberten Zwergenhöhle Großberinden zum Einsturz brachte. Warum scrollt das immer wieder hoch? Sie stürzte komplett in sich zusammen, begrub viele Drow und die zerstörten Zwergenstädte unter sich. Die Höhle, die nun zum Himmel hin offen war, wurde fortan als die große Spalte bezeichnet. Die überlebenden Edelleute der Drow versammelten sämtliche Untertanen, Sklaven und Gerätschaften, derer sie habhaft werden konnten, und flohen auf der Suche nach neuen Lebensraum in das Unterreich. Durch diese Verstreuung entstanden die vielen miteinander konkurrierenden, sich selbst verwaltenden Städte, in denen heute die meisten Drow leben. Mhm. Die Geschichte des Nordens, die erste Blütezeit. Seit Jahrtausenden wohnen Goldelfen in Illefarn, wo heute Tiefwasser steht, und in entlang des leuchtenden Flusses. Von ihrer reich geschmückten Waldstätten aus trieben sie Handel mit den aufkommenden Menschennationen wie Nessaril und Ilusk und verteidigten sich gegen Angriffe der Goblinvölker. Währenddessen vereinigten sich Zwergenvölker zur Nation Delzaun, nach dem Zwerg, der die Vereinigung initiierte. Diese Nation, die vorwiegend unterirdisch lebte, breitete sich vom Eisgebirge bis zu den Nessabergen aus. Im Westen stellte der Silbermondpass und im Osten das Ufer der engen See die Grenze dar. Aus nördlicher Richtung vom Krater Welt fielen die Orks ein, wurden aber von den Elfen in einem großen Gemetzel niedergeschlagen. Bis zum heutigen Tag ist dies das Heimatsland und eine Feste für Orks und ähnliche Völker. Die Geschichte des Nordens. Der Exodus der Elfen.
Diese Ära hinterließ Elfenfestungen, die sich zur Ausplünderung durch Menschen und Orks geradezu anboten. Als die Elfen beschlossen, den Norden zu verlassen, nach immerdar zu reisen, verschwanden ihre Werke schnell und lediglich Orte wie die alte Straße und ein in Ruinen liegender Hafen im Hochwald, der auf den Untergang Erlands hinweist. Und nicht nur die Elfen sollten aus ihrer langjährigen Heimat verschwinden, auch die menschliche Nation Nessaril stand am Abgrund der Geschichte. Der Untergang für Nessaril kam in Form einer Wüste, die die enge See verschlang, sich ausbreitete und ihre Ufer mit trockenem Staub und wehendem Sand füllte. In der Legende heißt es, als die großen Zauberer von Nessaril erkannten, dass ihr Land verloren war, verließen sie es und ihre Landsleute und nahmen die Geheimnisse Zauberei in alle Ecken der Welt mit, in die sie flohen. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine langsam voranschreitende Migration handelte, die 3000 Jahre zuvor begonnen hatte und 1500 Jahre später ihren Abschluss fand. Wie auch immer die Wahrheit aussah, in Nessaril lebten keine Zauberer mehr. Im Norden sahen die ehemals majestätischen Zwergenfestungen Delzone schweren Zeiten entgegen. Und dann griffen die Orks an. Orks waren im Norden schon immer Feinde, die alle paar Generationen aus ihren Löchern hervorkrochen, während ihre normalen Schlupfwinkel die gewachsene Anzahl der Nachkommenschaft nicht mehr aufnehmen konnten. Jetzt kamen sie aus ihren Höhlen im Grab der Welt hervor, quollen aus verlassenen Minen in den Graugipfelbergen heraus, strömten aus verlassenen Zwergenfestungen im Eisgebirge, ergossen sich aus Grabanlagen in den Nesserbergen und stürmten aus dem Herz der Hochmondberge. Niemals zuvor und danach gab es eine solche Überschwemmung von Orks. Delzone fiel unter dem Ansturm und wurde unter sich selbst begraben. Nessaril, ohne seine Zauberer, verschwand aus den Büchern der Geschichte. Allein die Elfen von Ealan hielten den Ansturm stand, und mit Unterstützung der Baumhirten von Turlang und anderen namenlosen Verbündeten konnten sie die letzten Tage ihres Landes noch ein paar Jahrhunderte hinausschieben. Im Osten erbaute Ealan die Festung Askalhorn und überließ diese Flüchtlinge aus Nessaril als Anhänger der Nessaril die Stadt Kase im Hochwald erbauten. Die fliehenden Nessaril gründeten Le Lorch und Lautwasser. Andere begaben sich in die Berge, Hügel und Moore nördlich und westlich vom Hochwald und wurden die Vorfahren der Utgard und die Gründer von Silbrigmond, Immerlund und Sunderbar. Ach, die Vorfahren der Utgard waren Nessaril? Das wusste ich auch noch nicht. Warum sind die denn so barbarisch und so ablehnend gegen alles, was Kultur ist? Was, weil sie gesehen haben, wie ihre Kultur fällt durch Barbaren. Die Geschichte des Nordens, die Ausbreitung der Menschenrasse. Die anpassungsfähigen Menschen machten sich die Magie zunutze, die sie vor den stolzen Völkern an sich reißen und oder lernen konnten, um alle Feinde zurückzuschlagen und die Macht der Riesen und Orks zeitweise zu brechen. Tiefwasser wurde gegründet. Die letzten reinrassigen Elfen starben als Folge der fortwährenden Mischehen mit Menschen aus. Im fernen Westen lebten ebenfalls Menschen, weise, kluge Frühmenschen, die unter dem Namen Eisjäger bekannt waren. Sie führten ein einfaches Leben an der Küste bereits lange vor dem Beginn der Zeitrechnung, unzählige Generationen bevor die Gründer von Nessaril einen Fuß auf die westlichen Ufer der engen See setzten. Noch fiel dieses friedliche Volk einer anderen Invasion vom Süden zum Opfer. Primitive Langschiffe brachten eine große blonde kriegerische Rasse, die die Eisjäger von ihrem angestammten Land vertrieben. Diese Rasse, auch die Nordmänner genannt, siedelten sich in weit verstreuten Höfen und Dörfern entlang der Küste von den Ufern des Windlaufs bis zu den Schluchten des Mira an. Krieger der Nordmänner vertrieben die einfachen Eisjäger immer weiter nach Norden, zwangen die Goblins zurück in ihre Bergschlupfwinkel und veranlassten die letzte Zusammenkunft des Rates von Illefarn. Innerhalb von 500 Jahren nach der Ankunft der Nordmänner gab es Illefarn nicht mehr. Die Bewohner waren nach immer da ausgewandert. Die Nordmänner segelten von der Küste westwärts, eroberten und gründeten Kolonien auf den wichtigsten westlichen Inseln Rhyrzym und Gundalun und breiteten sich schließlich auf allen Inseln des nördlichen Meeres aus. Andere zogen weiter nach Norden, vorbei am Grat der Welt und zu den wahrhaften wilden Barbaren vom Eiswindtal. In den folgenden Jahrhunderten wurde Askalhorn zur Höllentorfeste, als es in die Hände von Dämonen fiel, und Ealan brach unter dem Angriff einer neuen Orkhorde zusammen. Die Elfen flohen nach Südosten, verbündeten sich mit den Nordmännern, Abkommen der Nessaril und Zwergen und bildeten so das spätere gestürzte Königreich. Dieses Reich war nur sehr kurzlebig und brach unter der nächsten Invasion der Orks zusammen.
Mit seinem Untergang versetze es den Goblins jedoch noch einen Schlag, von dem sie sich bis heute noch nicht erholt haben. Ja, war eine, sozusagen eine Kill-Kill-Situation. Die Geschichte des Nordens, die Kronkriege. Menschen emigrierten in Scharen vom leuchtenden Meer bis zur Schwertküste. Sie wurden Seefahrer und fuhren hinaus über die Wellen zu den Mondscheininseln, nach Mintan, Huasym und den nördlichen Inseln. Elfen führten einen unaufhörlichen Krieg gegeneinander, während die Menschen und Orks die dadurch entstandenen Ruinen in ihren Besitz nahmen. Die wahrscheinlich größte Katastrophe, die das Elfenvolk überfiel, war das dunkle Verderben, eine todbringende Magie, die die Form einer dunklen, brennenden Wolke hatte. Diese hüllte das Königreich von Myeirita ein, und als sie sich einige Monate später verflüchtigte, war kein einziger Angehöriger des Elfenvolks mehr am Leben, und es gab auch keine Bäume mehr. Was blieb, war lediglich eine weite, verdörrte Öde, das Hochmoor. Doch nicht alles sah schwarz aus für die Elfen. Sie sogen sich zwar zurück, doch die Barbarenstämme der Menschen und die Orkhorden an Stärke gewannen, ihre Macht im Elfenhof in Evereska, eine Feste bis zum heutigen Tag, stieg jedoch an. Sie planten eine Zusammenarbeit zwischen Zwergen, freundlich gesinnten Menschen und anderen Elfen, um gemeinsam gegen Orks, plündernde Menschen und den Strom von Bestien, Oger, Grottenschrate, Trolle, Goblins, Knolle und andere nichtmenschliche Kreaturen zu bestehen, die von der wachsenden Macht der Riesen geführt wurden. Erstaunlicherweise schafften sie dies an wenigstens drei Orten, in den gestürzten Ländern und den Städten Silbrigmond und Mystranor, in glänzender Manier. Im Osten, an den sandigen Ufern der ruhigen und leuchtenden engen See, wuchsen Fischerdörfer der Menschen zu kleinen Städten heran und schlossen sich schließlich zum Reich von Nesseril zusammen. Weise glauben, dass die Fischerdörfer von einem mächtigen Zauberer vereint wurden, der ein Buch von großer magischer Kraft entdeckte, das die Tage des Donners überstanden hatte. Ein Buch, das in der Legende als Schriftrolle von Nesseril bezeichnet wird. Unter diesem namenlosen Zauberer und seinen Anhängern erwuchs Nesseril in Macht und Glanz und wurde zum ersten Menschenland im Norden und zum mächtigsten Land. Manch einer behauptete, dass diese Entdeckung den Beginn menschlicher Zauberei darstellt, da es bei den Menschen bis dato lediglich Schamanen und Medizinmänner gab. Nesseril beherrschte über 3000 Jahre lang den Norden, doch auch seine legendären Zauberer konnten den endgültigen Untergang nicht verhindern. Dann sind die falsch sortiert. Was ist das so? Kronkriege, Ausbreitung der Menschenrasse. So irgendwie. Ja!